Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und heute beschäftigen wir uns mal mit dem amtierenden Meister der Premier League, FC Liverpool. Das Team von Jürgen Klopp ist doch, man muss sagen, schon ganz gut in die Saison gestartet. Aus 8 Spielen hat man 5 Siege geholt, 2 Unentschieden und eine Niederlage und steht zu Recht auf dem 3. Tabellenplatz. Man ist punktgleich mit Tottenham Hotspur. Nur ein Team konnte mehr Punkte holen und steht zu Recht, würde ich sagen, auf dem 1. Tabellenplatz. Das Team von Brendan Rodgers, Leicester City, steht auf dem 1. Tabellenplatz mit 18 Punkten. Jetzt dreht es sich auf jeden Fall um FC Liverpool. Ja? Und man muss schon sagen, ja, den geht zurzeit echt nicht so gut. Ja, Klopp hat viele Verletzungen, hat mit vielen Verletzungen zu kämpfen und ihm fehlen die Innenverteidiger. Ihm sind wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Hände gebunden. Man weiß natürlich schon länger, dass Virgil van Dijk, der vielleicht weltbeste Innenverteidiger der Welt, der 29-jährige Niederländer, aufgrund eines Kreuzbandrisses, ja, für diese Saison ausfällt und natürlich dem FC Liverpool nicht helfen kann. Dazu kommt jetzt auch noch die Hiobsbotschaft, dass Joe Gomez, ja, der 23-jährige englische Innenverteidiger, sich mit der Nationalmannschaft ohne Gegnereinwirkung, ja, im Training verletzt hat. Er fällt, sage ich mal, auch auf unbestimmte Zeit aus. Er wurde jetzt am Knie operiert und das ist natürlich für Klopp natürlich eine extreme Hiobsbotschaft. Ja, er muss natürlich jetzt nach Alternativen suchen, aber man muss sagen, ihm fehlen leider die Alternativen. Alternative Nummer 1 ist nämlich der 27-jährige brasilianische Mittelfeldspieler, und zwar Fabinho, der schon öfters bewiesen hat, dass er Innenverteidigung spielen kann und dass er Innenverteidigung gut spielen kann und dass er da definitiv auch Qualitäten hat und dass er definitiv Virgil van Dijk auch ersetzen kann. Aber leider hat sich Fabinho jetzt im Champions League-Spiel gegen Midland verletzt am Oberschenkel. Ja? Und jetzt ist natürlich die Frage, wird er rechtzeitig fit für das Topspiel gegen Leicester City am Sonntag oder fällt er aus? Und dazu kommt auch noch Trent Alexander-Arnold, der sich beim Sprint beim 1:1-Spiel gegen Manchester City ohne Gegnereinwirkung auch an der Wade verletzt hat. Da ist natürlich auch fraglich, ob er, sage ich mal, auch wieder ready ist am Sonntag für das Spitzenspiel gegen Leicester City. Aber jetzt nochmal zu den Alternativen. Und die zweite Alternative lautet Joel Matip. Ja, der 29-jährige Ex-Schalker Innenverteidiger spielt schon sehr, sehr lange, man muss sagen, auch beim FC Liverpool und hat, würde ich sagen, auch immer, wenn auf ihn gezählt wurde, einen guten Job gemacht. Er spielt sehr, sehr souverän und konstant. Natürlich ist er jetzt von der Verletzung wieder zurückgekommen. Er ist generell sehr verletzungsanfällig. Ihm fehlt die Spielpraxis. Und da fällt es natürlich einem Joel Matip wahrscheinlich auch schwer, wieder in die Mannschaft reinzukommen. Aber ich muss sagen, jetzt in den letzten Spielen hat er das, denke ich, auch ganz gut gemacht. Ja, und da muss man ihm definitiv auch ein bisschen Zeit geben. Aber er muss auf der anderen Seite jetzt auch direkt schon performen gegen Leicester City im Topspiel. Ja, Joel Matip ist natürlich nicht mehr der Jüngste. Er hat natürlich Geschwindigkeitsdefizite, würde ich auch sagen. Aber was soll letztendlich Jürgen Klopp machen? Ja, ihm stehen sonst nur noch Jugendspieler zur Verfügung. Rhys Williams, der jetzt 19 Jahre ist, ja, und jetzt auch 2 Champions League-Spiele schon für den FC Liverpool gemacht hat. Und ich muss sagen, der hat mich wirklich überzeugt. Gerade auch im Spiel gegen FC Midland hat er einen wirklich soliden und guten Job gemacht. Natürlich spürt man da bei ihm auch noch diese Aufregung. Ja, er ist direkt ins kalte Wasser geschmissen worden. Aber für seine 19 Jahre macht er das, denke ich, auch schon sehr, sehr gut und sehr, sehr souverän und abgezockt. So, Trent Arnold soll bis zum 9.12. ausfallen. Bei Fabinho ist es fraglich, ob er beim Spiel gegen Leicester City auch mitspielen darf. Und hinzu kommt, dass Mo Salah, ja, der ägyptische Superstar, dass Corona diagnostiziert wurde bei ihm. Und ja, er auch jetzt endlich auch bis Ende November ausfallen soll. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr bittere Nachricht. Auf Mo Salah kann man natürlich auch nur sehr, sehr schwer verzichten. Das ist natürlich der Superstar, der sorgt mit Toren und Vorlagen und seinen extrem schnellen Läufen, seiner Wendigkeit natürlich, ja, für gute Ergebnisse. Aber auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, Diego Jota hat sich super gut entwickelt, hat immer wieder gezeigt, dass auf ihn Verlass ist, mit Toren, mit Vorlagen, extrem wuchtiger Spieler, man muss sagen, extrem abschlussstark und hat da so ein bisschen Bobby Firmino, sage ich mal, auch verdrängt. Wenn Mo Salah natürlich jetzt nicht im Spiel gegen Leicester City spielen kann, dann wird, denke ich mal, Klopp, Sadio Mané, Bobby Firmino und Diego Jota aufstellen. Aber jetzt dieser Innenverteidiger-Miserie zu dieser Verteidigungsproblematik beim FC Liverpool, ja. Eine andere Alternative, die vielleicht auch immer öfters genannt ist, ist ein James Milner, ja. Und da muss ich wirklich sagen, James Milner, ich bin ein riesiger Fan von James Milner. James Milner ist jemand, der jede Position gefühlt spielen kann und du bekommst von ihm immer eine konstante Leistung. Also es ist keiner, der extreme Ausschläge nach oben hat, aber auch keine extremen Ausschläge nach unten hat. Er spielt konstanten Fußball und das mag ich an James Milner. Auf ihn ist wirklich Verlass, ob es jetzt auf der Rechtsverteidigerposition ist, ob es im Mittelfeld ist, im offensiven Mittelfeld oder wo auch
immer. Nichtsdestotrotz, man muss leider sagen, FC Liverpool, da stehen schwere Zeiten bevor. Man muss natürlich in der nächsten im nächsten Transferfenster vielleicht jetzt einen Innenverteidiger verpflichten. Ja, FC Liverpool ist an Upamecano interessiert. Ja, der 22-Jährige hat eine Aufstiegsklausel in Höhe von 42 Millionen. Aber an Upamecano ist natürlich auch ein FC Bayern München oder andere Top-Clubs ja von Europa dran. Und das wird für FC Liverpool natürlich nicht leicht. Weil letztendlich auch alle anderen Vereine wissen, dass der FC Liverpool Verteidigungsprobleme hat und da eine Personalie dringend braucht. Und das könnte natürlich dazu führen, dass die Preise wirklich exorbitant vielleicht nach oben steigen. Auf der anderen Seite ist man dann an einen Kabak interessiert vom FC Schalke. Da ist natürlich aber auch ein AC Milan interessiert. Ja, das ist alles zurzeit nicht so leicht. Oder ein Koulibaly von Napoli. Fakt ist, Liverpool muss sehr wahrscheinlich jetzt im nächsten Transferfenster einen Innenverteidiger verpflichten, beziehungsweise in der Verteidigung generell da auf jeden Fall mal was nachlegen und Geld in die Hand nehmen, ja. Oder man holt sich halt einen Spieler, der zurzeit ohne Verein dasteht, ob es ein Garay ist, ob es ein Langkamp ist oder sonst wen. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Namen. Frage ist natürlich, ob sie, sage ich mal, die Leistung, die Klopp sich wünscht von einem Innenverteidiger, dann auch wirklich abrufen können. Wie seht ihr zurzeit diese Problematik, diese Innenverteidiger-Problematik beim FC Liverpool? Kann Jürgen Klopp das Ganze kompensieren, vielleicht durch einen brutalen Angriff, ja, durch viele, viele Tore und dann kriegen sie halt hinten viele, aber ist doch egal, wenn man halt 10 Tore vorne schießt, dann kann man von mir aus auch 4 hinten bekommen. Ja, man hat natürlich einen Alisson, ja, auf den muss Verlass sein, der ist natürlich jetzt gefragt, wahrscheinlich auch mit seinen Paraden, mit seinem Torwartspiel, dass man auf ihn zählen kann. Und ja, das war's mit dem Video, also macht's gut, bis dann und ciao.